Die machen wirklich Spaß. Also ich habe die, ich fress die Dinger, die sind klasse. So, Gunpowder brauchen wir noch. Flint braucht man, glaube ich, fürs Feuerzeug. Deswegen ist das ganz... Ach ja, das kommt aus... aus diesen Dingern raus. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ist auch egal. Brr. So, mal gucken. Noch brennt's immerhin. Ja, die Einschätzung war einigermaßen richtig. Ich glaube, eins mehr und dann ist das okay. Na, dumm, dass es gerade jetzt halt dunkel wird. Das Eisen hebe ich mir mal auf. Eisen findet man nicht allzu schnell. Ich habe wirklich Glück gehabt. Also wenn man... Habe ich es jetzt reingelegt? Ja. Wenn man Eisen hat, immer ein bisschen sachte mit umgehen. Es ist jetzt nicht so, als wenn das unglaublich wertvoll wäre, aber es ist halt einfach nur besser, wenn man nicht gleich alles auf den Kopf haut, was man davon hat. Ach ja, ich habe ja noch mehr. Ich wollte gerade sagen, ich bin so blind, ey. Ich habe gerade das Ding nicht gesehen. Ja, noch 100 Mal hoch und runter. Ich weiß, das ist eben das, was ich meinte. Ich bin etwas verpeilt teilweise. Das müsste aber reichen. Na, bauen wir einfach noch ein bisschen an unserer Ecke weiter, wo wir da jetzt waren. Okay. Ach ja, das war die Sackgasse. Und hier bin ich scheinbar auch noch nicht fertig gewesen. Stimmt, da bin ich ja, da wollte ich nach oben wegen irgendwas. Plopp. Ja, das war es dann leider auch schon wieder. Lücken füllen. Es ist einfach leichter. Also ich mache das lieber, damit ich, wie gesagt, weiß, wo ich schon war. Hier zum Beispiel ist, glaube ich, hinter irgendwas. Ich kann mir das einfach so besser merken. Wenn die Wände gerade sind, weiß ich, aha, hier habe ich eh schon gebuddelt. Gerade wenn dann auf einmal zwischen den ganzen Steinen eben hier Erde ist. So kann man sich das schon relativ einfach merken. Und hier wollte ich eben weiter buddeln. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Ich könnte jetzt natürlich auch wie eine Bekloppte anfangen, nach unten zu buddeln, damit wir Diamant finden. Diamant hält natürlich extrem lang und ist echt geil. Wow! Ich habe mal wieder... Das meine ich mit finden. Juhu! Jetzt muss ich nur mal hier so ein bisschen... Excuse me, ich weiß, ich bin ruhig. Passiert ab und an. Oh Gott, ich will nicht krank werden. Ich merke das schon, ich bin wieder krank. So eine Scheiße. Ich muss nur gerade mal was trinken. Excuse me. So. Ich muss mir wirklich mal eine Uhr bauen. Damit ich weiß, welche Tageszeit wir haben. So ist das teilweise wirklich, wirklich störend. Ja, ich habe ja auch schon erwähnt, wie gesagt, es ist teilweise wirklich schwierig in Spielen wie Minecraft, in dem man wirklich alles, boing, alles selber, ich sag mal, sagen muss. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir Dialoge oder irgendwas zum Lesen, wie in anderen Spielen. Da kann man sich ja damit retten, sage ich mal, dass man eben vorliest oder eben der Handlung folgt oder das beurteilt oder hast du nicht gesehen. Hier ist es so, du hast deine Welt
fang was damit an. Und damit musst du auch was anfangen, denn Minecraft zu kommentieren auf Dauer ist ziemlich anstrengend. Was jetzt nicht heißt, dass ich es nicht will oder so. Es macht wirklich Spaß. Nur ist es eben nicht einfach, wirklich im Dauerzustand irgendwas zu reden. Vor allem ist dann, gehen die Geschmäcker auch auseinander. Was will man denn eigentlich hören? Die einen hören teilweise wirklich gerne, wenn ich von Real Life erzähle, also Privates. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Kann ich völlig verstehen. Deswegen ist es immer schwierig, so einigermaßen. Man kann es eh nicht jedem recht machen, das will ich auch gar nicht. Habe ich auch nicht nötig, wenn ich, wenn ihr mich fragt. Aber ich denke mal, wenn man, also man soll nicht total abkotzen, wenn man mich hört. Es gibt Let's Player, ich habe mir wirklich, es gibt Spiele, die werden wirklich sehr, sehr selten gespielt. Ich gucke mir zum Beispiel unglaublich gerne Super Nintendo Spiele an. Mein momentaner Flash ist Evo. Da spielt man wirklich vom Fisch bis zum Menschen die Evolution durch und irgendwie gefällt mir dieses Spiel sagenhaft gut. Das Ding ist, dass viele, oder also es gibt wirklich wenige deutsche Let's Player, die das gemacht haben und die meisten davon habe ich mir echt auch gedacht, also treffen halt einfach nicht meinen Geschmack, sag ich es mal so. Nicht wegen Alter oder so, das ist mir eigentlich egal, wenn ein Kind, das ist im Übrigen auch was, was ihr euch dringend mal abgewöhnen sollte, das Kind oder Kiddy wird ganz oft als Beleidigung gesehen, was ich absolut Quatsch finde. Ob du Kind oder Kiddy sagst, ist es genau dasselbe. Zumindest in meinen Augen. Ich finde es einfach nur albern, dass mein Kind als Beleidigung ansieht. Spricht ja irgendwie für sich, wenn man sowas denkt. Ich empfinde das als nicht so. Ich bin auch kindisch oft. Mir ist das scheißegal. Und wenn damit jemand Komplexe hat, dann sollte er sich fragen, warum. Nee, aber es, also mir ist es wirklich scheißegal. Ich höre auch Kindern gern zu, habe ich kein Problem mit. Viele sagen immer, oh Gott, Kiddies, sie gehören nicht als Let's Player auf YouTube. Ich verstehe mal nicht, was viele damit haben. Sie müssen es sich ja nicht ansehen, wenn sie es nicht mögen. Ja, aber auf jeden Fall, bei mir ist das immer so, ich kann gewissen Gruppen nicht zuhören. Es gibt Leute, da denke ich echt, bitte halt einfach nur noch die Fresse. Das sind Leute, die dann wirklich 100 Sachen wiederholen, wenn sie eine Scheißsituation haben zum Beispiel. Sagen wir mal, ich hätte jetzt hier einen Creeper. Ich kenne einen, der bei Evo dann... Nein! 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 Ich schwöre es euch, das ist kein Witz. Der hat das noch 20 Mal gemacht. Also wirklich nur dieses Wort. Und in eine Minute lang, wo ich dann echt ein Kombo gekriegt habe. Ich denke so, ich will auch nur dieses Spiel sehen, weil ich das so toll finde. Und dann gibt es einen Let's Player, der mir sowas von auf die Eier geht dabei. Das ist halt echt schade. Ich meine, das ist halt, ich habe auch nicht geflamed oder so, aber das nervt unglaublich. Deswegen versuche ich immer einigermaßen neutral in Anführungszeichen zu bleiben oder zumindest Sachen zu erzählen, die ansatzweise interessant sein könnten. Halt auch aus Real Life oder so, aber sowas zum Beispiel regt mich unglaublich auf, das könnt ihr euch nicht geben. LTF hat das auch manchmal. LTF ist zum Beispiel, auch wenn er mein Freund ist, also ich gucke seine Let's Plays kaum. Es gibt Let's Plays, da ist er, redet er von, Entschuldigung, aufgestoßen, da redet er einigermaßen vernünftig und nicht so überdreht. Ich mag dieses, das mag ich nicht so gerne, ist nicht so mein Fall. Ist ja, wie gesagt, ist auch nicht beleidigend gemeint oder so. Ist ein guter Let's Player auf jeden Fall. Nur nicht, es trifft einfach nur nicht meinen Geschmack. Aber er guckt meine auch nicht, von daher, ich bin da auch nicht beleidigt drum. Er behauptet zwar mal, er würde gerne, aber er macht es einfach nicht. Aber wie gesagt, mir ist das egal. Nein, das Ding ist einfach nur, dass ich nicht so weit gehen will, dass ich sage, also ich bin so schlimm, dass ich Leute echt so zum Kotzen bringe, so nach dem Motto. Deswegen versuche ich immer einigermaßen Interessantes zu erzählen, was natürlich halt, ne, das ist jetzt auch eine stundenlange Analyse gewesen über irgendwelche Dinge. Gefällt vielen bestimmt auch nicht. Wie gesagt, aber probiert das selber mal. Macht mal, aber jetzt nicht nur 2, 3 Folgen. Ich kann wirklich nur empfehlen, wenn Leute glauben, dass Let's Playen so einfach ist, also teilweise
Vor allem, ich kriege sehr oft die Frage, ja, hier, ich will auch Let's Player werden. Was muss ich beachten? Es gibt in dem Sinne theoretisch nichts zu beachten. Man sollte immer man selbst bleiben. Wenn das den Leuten gefällt, gut. Wenn es dir nicht gefällt, Pech. Aber man sollte nicht irgendwie eine Änderung an sich selber vornehmen. Meinungstechnisch oder verhaltenstechnisch. Es sei denn, man ist jetzt wirklich... also ich sag jetzt mal so, wenn irgendjemand hier Heil Hitler ruft oder so ein Scheiß, dann sollte man sich das vielleicht doch nochmal überlegen, ob man sich nicht irgendwie so ein bisschen ändern will. Aber jetzt, wir reden jetzt von normalen Sachen, zum Beispiel wie dieses Nein, 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 nein. Ehrlich, unsagbar nervig, aber die anderen finden es vielleicht lustig, ich nicht. Aber ich gucke es dann halt auch nicht mehr. Es ist halt nur schade, da das wirklich wenig LPer gemacht haben. Aber ich habe Gott sei Dank später einen Ersatz gefunden. Einen anderen Let's Player, der das gemacht hat, habe ich mal gedacht, okay, gut, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, wundert euch nicht, dass ich in so großen Dingern hier abbaue. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut ist, dass man... Teilweise, so wie jetzt zum Beispiel, ich hätte diese Ader nicht gefunden, wenn ich jetzt hier nur unten geprügelt hätte. Mal ganz davon ab, dass ich sowieso Steine nebenbei herfarme. Also diese Steine, die ich hier abbaue, die brauche ich ja später auch noch, um andere Dinge zu bauen. Deswegen baue ich immer in sehr großen Abständen, aber das muss halt jeder für sich wissen. Wo mache ich denn die jetzt hin? Machen wir einfach mal hier hin. Man muss auch immer so ein bisschen aufpassen, wobei hier wird das nicht der Fall sein. Wir sind immer noch sehr nah an der Oberfläche. Also an der, wenn ich jetzt ein bisschen nach oben buddeln würde, würde ich sofort wieder Tageslicht sehen. Mir fällt gerade ein, dass ich ganz vergessen habe, nach oben zu gehen. Ich wollte ja eigentlich auch noch ein paar andere Sachen machen. Naja, jetzt habe ich einen Faden verloren, verdammt. Ja, ich würde auf jeden Fall hier auf Licht kommen. Das Ding ist, dass man... Wenn man sowas hat, also wenn man wirklich anfängt, tiefer zu buddeln, da muss man tierisch aufpassen, dass man nicht irgendwie eine Lavaader trifft. Also ich nenne das immer so. Wenn man dann... Es kann passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel hier durcheiern würde, kann es mir gut passieren, dass wirklich, dass mir ein Lavastrom entgegenkommt. Das ist natürlich auf dieser Höhe absolut so gut wie unmöglich. Habe ich noch nie erlebt, dass das so hoch ist. Das ist wirklich immer nur sehr tief. Da braucht man sich auf der Höhe absolut keine Gedanken drüber machen, aber je tiefer man gräbt, desto vorsichtiger sollte man werden. Ich hatte das wirklich teilweise sehr oft. Da habe ich mir einen Weg freigebuddelt, habe teilweise dann auch nicht aufgepasst und bumm. Ich glaube, gestorben bin ich bislang nicht, aber war teilweise wirklich kurz davor. Hier, ich meine, seht euch das zum Beispiel an. Hier ist sogar schon wieder Erde. Also wenn Erde da ist, dann seid ihr definitiv... relativ weit oben. Wobei es auch unten noch Erde gibt. Also so, das stimmt nicht ganz. Ich gucke jetzt einfach mal, wie viel Uhr wir haben. Ich kann nachher immer noch weiter buddeln. Ich will mir auch noch ein bisschen was aufheben, falls mal wieder Nacht ist. Wie gesagt, ich habe mich jetzt so in das Buddeln versteift. Ich habe ganz vergessen, wieder nach oben zu gehen. Jetzt ist garantiert sowieso wieder Nacht oder kurz davor. Ihr seht, der Gang wird... Nee, es ist Tag, aber wird mir wahrscheinlich auch nicht so viel bringen. Wenn ich Glück habe, habe ich aber keine Creeper oder so da. Ich habe die Klinge vergessen, oder? Na, nun komm. Okay, ich habe es dabei. Das habe ich dabei. Okay, und dann müsste ich eigentlich... Ich hoffe und bete, dass ich jetzt nicht in einen... Na nee, gut, ich war weit genug weg. Wenn man weit genug innerhalb von unter der Erde oder was auch immer, wo du gerade bist... Ich habe immer noch keine Türen, das gibt's doch nicht. Ich vergesse jedes Mal diese Scheißtüren, egal. Dann hat man keinen, ich sag mal... Spawnpunkt, weil die Viecher dich dann eh nicht mehr interessieren. Beziehungsweise, nee, die spawnen tun sie auf jeden Fall, aber
Wenn du weit genug weg bist, dann hast du die erst gar nicht da. Es wird schon wieder dunkel. Scheiße. Ich werde einfach nicht fertig mit diesem Dreckshaus. Und immerhin sind jetzt die Fenster mal fertig. Meine Fresse. Vor allem, da soll ja auch noch ein zweites Stockwerk hin und ein Treibhaus. Diesmal mache ich das auch ein bisschen anders. Ja, die Tür ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Jetzt muss ich nur gucken, wie hoch ich die Decke ansetze. Ob ich jetzt einen riesen Raum will oder... Denn wenn wir jetzt hiervon... Obwohl, das ist hoch genug. Wir gehen ja jetzt davon... Ja, auf jeden Fall. Ja. Zweiteres Problem ist dann... Oh, klasse. Ich stehe natürlich wieder genau auf einem Ding. Das kriege ich jedes Mal, wenn ich ins Haus latsche, so eine geile Meldung. Das finde ich richtig toll. Ja, und irgendwann muss man sich halt irgendwelcher Hilfsmittel bedienen. Sprich... Ups. Sprich Treppe bauen. Moment. So. Ja, oben in der Decke, das ist halt immer so ein bisschen blöd. Wie sieht's mit der... Oh, obwohl, wir haben auch gut Zeit. Bin ich zur Abwechslung mal ganz gut im Timing hochgekommen. Wobei es eh wieder schneller dunkel wird, als mir lieb sein wird. Sieht natürlich ein bisschen doof aus zur Zeit, ne? Ein halber Steinbruch. Und um einen Steinbruch wird hier ein Haus gebaut. Ist natürlich absolut geil. Das Ding ist, das Gras muss wirklich auf jeden Fall weg. Das Problem ist, dass auf Gras Tiere spawnen. Also Kühe, Schweine, Geflügel. Ist natürlich ein bisschen dämlich. Ich habe keinen Bock in meinem Haus dann die ganze Zeit diese... Ich meine, ich habe nichts gegen Viecher, aber im Haus grunzen müssen sie mir dann doch noch nicht. Vor allem, weil sie nach einer Zeit eh die spawnen. Aber ein Hündchen hätte ich gern. Die gibt's in... wobei, ich weiß nicht. Also, ich habe mal gelesen, dass sie in etwas dunkleren Wäldern spawnen, aber ich habe sie auch schon an so einem Punkt wie hier jetzt rumlaufen sehen. Also nicht in diesem, auf dieser Map, aber in der anderen, also in meiner anderen Map. Und das ist auch nicht gerade sehr dunkel gewesen. Plopp. Ich glaube, das Holz reicht mal wieder nicht. Oh, wie nervig, ey. Das ist auch nicht gerade weniger nervig. Das Ding ist wenn es die Spinnen nicht gäbe, hätte ich hier längst einziehen können. Das mit den Spinnen ist halt ein bisschen doof. Wobei ich sie mir... Trotz allem, ich könnte auch jetzt einziehen, aber es ist ein bisschen dumm. Das mache ich ganz oft, wenn ich einen Balkon habe. Damit die Spinnen dir nicht das Haus hoch watscheln können, baust du einfach an den Rand, also... Moment... Hier, da wo sie ja eigentlich hier rüber könnten, baust du dir einfach an diese Stelle rund ums Haus ein, ja so eine Art, ja wie nennt man denn das? Ach, so ein Bogen halt ums Haus rum, damit die da einfach nicht hoch können. Die können nicht, die stoßen ja quasi mit dem Kopf gegen die Decke. Sorry, ich bin ein unglaublich mieser Erklärer. Das geht absolut gar nicht bei mir. Es tut mir echt leid. Mir fehlen meistens einfach die leichtesten Worte. Ich weiß jetzt schon, dass das bei der Abschlussprüfung richtig witzig wird. Das habe ich jedes Mal das Problem. Im Moment bin ich ja weder aufgeregt noch sonst was. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich teilweise am Rumstabbeln bin, wenn ich dann wirklich mal aufgeregt bin. Das geht gar nicht an. Das ist einfach wirklich nur noch peinlich. Ich habe kein Holz mehr. Verdammt. Das ist schlecht. Hm, tja. Autsch. Tja, und das Ding ist,
Es gibt so ein paar Sachen, man kann sich natürlich auch in Minecraft so ein bisschen, ich sage immer jetzt mal, also was selber ercheaten. Mann, ich muss echt mal auf meine Dings achten, sehe ich gerade. Es ist so, dass... Moment bitte. Wenn ich zum Beispiel jetzt anfangen wollen würde, Holz zu farmen, es ging nicht, weil es jetzt schlichtweg Nacht wird. Ich meine, es geht natürlich schon, aber mit gewissen Konsequenzen ist zu rechnen. Von daher würde ich das an dieser Stelle ganz gern lassen. Es gibt natürlich trotz allem Möglichkeiten, das trotzdem irgendwie hinzubiegen, dass man nachts ohne größere Probleme und ohne, dass man eine Million Sachen einzäunen müsste, was machen kann. Aber es ist natürlich ein bisschen blöd. Da hat mich ein Schulkamerad drauf gebracht, muss ich jetzt zugeben. Die Idee ist nicht auf meinem Mist gewachsen.